Pubertierende brauchen glaubwürdige Vorbilder, an denen sie sich reiben können. Die Kinder haben nicht die Erwartung, dass die Eltern perfekt sind. Sie müssen lediglich authentisch sein. Sie müssen das sagen, was sie finden. Was für Gefühle kommen mir in den Sinn, wenn ich an meine Pubertät zurückdenke? Aber nur ein Wort. Was für Gefühle kommen mir in den Sinn, wenn ich an meine Pubertät zurückdenke? Unverstanden, Ungewissheit, Angst, Konfrontation. Aber interessant ist, ja, dass die Mutter in diesem Gegenübertragungsphänomen ist. Und an was merkt man, dass man in einem Gegenübertragungsphänomen hineingeraten ist? Wenn man als Mutter das Gefühl hat, Hilfe, sitze ich da im falschen Film. Und das ist mit Pubertierenden, haben häufig Mütter das Gefühl, sie sitzen im falschen Film. Ihre Gefühlszustände haben irgendwie nicht mit dem zu tun, was sie sich von sich gewöhnt sind. Wenn man mit denen über Sex reden will, sagen die, ha, wissen wir schon alles, müssen wir gar nicht darüber reden, haben wir gerade in der Schule gehabt. Und ich erlebe es immer wieder, wenn ich Jugendliche frage, ja, was möchtest du über Sex wissen oder was weißt du noch nicht? Oder, und dann sagen sie, sorry, Herr Gutmann, das haben wir jetzt gerade letzte Woche in der Schule gehabt, aber das müssen wir jetzt definitiv hier nicht reden. Und dann sage ich, ja gut, dann zähl mir doch mal auf, was kennst du für Verhütungsmethoden? Ah, Verhütungsmethoden, das haben wir gehabt, gut. Mal zuerst die Pille danach. Jugendliche denken völlig anders. Jugendliche denken, wie hoch ist das Risiko, dass meine Mutter mich erwischt? Das ist völlig andere Denkweise. Die denken nicht, mir kann etwas passieren, ich kann ertrinken. Nein, die denken, wie groß ist das Risiko, erwischt zu werden? Und das ist wichtig, dass sie das wissen, dass die völlig anders ticken.